Liebe Studierende, herzlich willkommen zu unserem ernährungstherapeutischen Modul bei Hypertriglyceridämie. Wir haben beim letzten Modul schon die ernährungstherapeutischen Interventionen bei erhöhtem Gesamtcholesterin und bei erhöhtem LDL-Cholesterin besprochen und heute geht es eben um erhöhte Triglyceridwerte. Erhöhte Triglyceridwerte sind ein unabhängiger und direkter Risikofaktor für eine koronare Herzkrankheit und für Atherosklerose. Erhöhte Triglyceridwerte gehen auch sehr oft mit Übergewicht einher, mit Bewegungsmangel bzw. auch mit Diabetes mellitus. Meistens sind dann gleichzeitig auch Gesamtcholesterin erhöht und LDL-Cholesterinwerte erhöht und beachten Sie eben in diesem Zusammenhang immer alle Aspekte des metabolischen Syndroms, wo ja auch die Hypertriglyceridämie eingebettet ist. Generell ist zu beachten, dass nicht nur die Ernährung einen Einfluss auf erhöhte Triglyceride hat, sondern auch zum Beispiel durch Medikamente hervorgerufen werden kann. Beachten Sie das bitte bei der Medikamentenliste und schauen Sie, ob östrogenhaltige, retinoidhaltige oder thiazidhaltige Medikamente verabreicht wurden oder vom Patienten eingenommen werden, denn diese können eben auch die Triglyceridwerte ansteigen lassen. Ernährungstherapeutisch kaum beeinflussbar ist die seltene familiär-genetisch bedingte Form der Hypertriglyceridämie. Beachten Sie bitte noch, dass erhöhte Triglyceridwerte auch ein Auslöser für Pankreatitis sein können. Auf die Gewichtsreduktion gehen wir jetzt im nächsten Schritt nicht ganz so detailliert ein, weil wir das ohne diese im letzten Semester genau besprochen haben. Wichtig zu sagen ist hier nur, dass eine Senkung des Übergewichts Triglyceridwerte um 20 bis 30% senken kann, was einen enormen Effekt bedeutet. Im Gegenzug dazu ist aber natürlich auch jede Gewichtszunahme von negativem Einfluss. Das heißt, man weiß aus Studien, circa jedes Kilo Gewichtszunahme bedeutet eine Erhöhung der Triglyceridwerte um 1,1%. Zu Alkohol und Kohlenhydraten ist grundsätzlich zu sagen, dass Alkoholverzicht die wichtigste und auch effektivste Maßnahme bei der Behandlung der Hypertriglyceridämie ist und Sie da auf jeden Fall einen Schwerpunkt in der Anamnese und auch in der Beratung setzen müssen. Einfach-Zweifachzucker erhöhen die Triglyceride und zwar sehr schnell. Besonders herausragend ist da die Fructose, also besonders negativ, die, wenn sie über 10% der Gesamtenergie einnimmt, also zwischen 15 und 20% sogar liegt, können die Triglyceride um 30 bis 40% steigen. Das ist auch ein sehr enormer Einfluss. Die Fettsäure-Modifikationsempfehlungen bei erhöhten Triglyceridwerten sehen folgendermaßen aus. Grundsätzlich wirken mehrfach ungesättigte Fettsäuren Triglycerid senkend. Hier besonders bemerkenswert sind die Omega-3-Fettsäuren, die bei einer täglichen Zufuhr von 1,5 bis 3 Gramm pro Tag die Triglyceridwerte um 25 bis 30% senken können. Diese Mengen werden oft über die Ernährung nicht so leicht erreicht. Das heißt, hier werden oft Fischölkapseln als Supplemente empfohlen. Einfach ungesättigte Fettsäuren wirken entweder neutral oder leicht senkend bei erhöhten Triglyceridwerten, haben also eher einen geringeren Einfluss. MCT-Fette wirken gar nicht auf die Triglyceridspiegel und gesättigte Fettsäuren erhöhen die Triglyceride.